Hallo meine Lieben, ich habe heute Nachmittag, also heute Samstag, keine Termine gemacht, weil wir dürfen nie vergessen, warum leben wir hier in Alanya? Weil wir ein schönes Leben haben wollen. Mit unseren Freunden, mit unseren Pflanzen, mit allen drum und dran. Und da darf man nicht einfach nur immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja? Deswegen habe ich, jetzt gehe ich gleich zum Strand und hau mich an den Strand und nehme mir einen frisch gepressten. Und das müsst ihr auch machen. Ihr müsst immer auch an euch mal denken, nicht zu viel arbeiten. Und ich habe wirklich sehr viel gerackert, die letzten Wochen wirklich sehr viel gerackert. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, die sind bald so weit. Also für mich sind sie ja jetzt schon so weit, weil ihr wisst ja, ich bin aus Adana. Und wir nennen da die grünen Trauben Korok. Korok heißen sie bei uns, die grünen Trauben, weil die sauer macht lustig, ja, und das ist auch gesund, nicht immer nur süß, süß, süß. Wunderschön, wirklich wunderschön. Wunderschön. Oh, die fängt an zu blühen. Juhu! Ich habe schon gedacht, du blühst gar nicht mehr, du Arsch, ja. Die hätte ich jetzt mal abschneiden müssen, aber keine Zeit gehabt. Und da hier unten wächst versteckt eine Rose. Ja, auch interessant. Und diese Lilanen sind ja wirklich der Hammer. Ja, ich gehe zum Strand. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und man muss sich auch immer wieder ausruhen. Liebe Grüße aus Alanya schicke ich euch. Und mein Oleander ist wirklich mega und auch giftig. Ein türkischer Wissenschaftler hat daraus ein Krebsmedikament entwickelt, weil das angeblich Krebszellen abtötet. Ich bin übrigens Anhänger der neuen germanischen Medizin und weil ich es auch am eigenen Leibe erfahren habe, das könnt ihr gerne mal googeln. Das wird sehr ignoriert und der arme Hammer wurde deswegen niedergemacht, ja, ohne Ende. Das ist, ja, Jesus wurde ja auch gekreuzigt, ja, mit seinen guten Ideen, wegen seinen guten Ideen. Man muss Opfer bringen, um Veränderungen zu bringen, ja, Leute. Und wer keine Opfer bringen will, auch zum Wohl der anderen, auch zum Wohl der Masse, ja, oder für die Tiere oder was auch immer, ja, der hat es wahrscheinlich nicht verdient, Mensch zu sein, denn wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Wir sind keine Affen. Ja? Okay, Montag habe ich extra mich freigehalten für Stefan. Stefan haben wir schon einige Wohnungen gezeigt und Montag will er nochmal die letzten sehen und dann wird er sich entscheiden. Also Stefan, Montag nur für dich. Ja? So von mir, liebe Grüße an euch. Passt auf euch auf, lasst euch gut gehen. Und ach ja, ich habe neue Öffnungszeiten. Das wollte ich euch auch noch sagen. Ich habe neue Öffnungszeiten und nicht mehr von 14 Uhr bis 17 Uhr, sondern von 13 Uhr bis 18 Uhr. 13 Uhr bis 18 Uhr. Das habe ich von der lieben Margot bekommen. Margot, schau mal, der hat zwei Ausläufe bekommen. Ich habe schon gedacht, der wird verrecken. Aber nein, zwei Ausläufer. Und das ist kein Plastik, das ist die Orchidee von Heike oder Martina. Ja. Und die war Heike oder Martina, Heidi und Martina und das auch Heidi und Martina. Ich weiß nicht, von wem das genau war. Ja, mein Lieben. Und nicht vergessen, ach ja, Ding waren da. Sie haben endlich ihre Bilder abgeholt. Ich gebe ja jeden Kunden, der was von mir kauft, kriegt von mir zwei Bilder. Und das sind Nachdrucke. Ich kann selber überhaupt nicht malen. Das sind Nachdrucke. Und ich selber kann überhaupt nicht malen. Wunderschöne Bilder.
Wunderschöne Bilder. Die kann man natürlich auch kaufen. Und manchmal sagen die Leute, Ali, du hast mir so geholfen, danke, danke. Mache ich doch gerne. Ich lebe ja von meinen Kunden und für meine Kunden bin ich immer da, wisst ihr. Ich weiß, das Gelabere könnt ihr nicht mehr hören, aber es ist so. Ich bin für meine Kunden bin ich da, okay? Und wer will, kann gerne hier auch Bilder kaufen. Und wunderschöne Bilder, wirklich wunderschöne. Yes. Ja, und sie waren da und haben ihre Bilder endlich abgeholt. Und ich schicke euch liebe Grüße aus Alanya. Und nicht vergessen, neue Öffnungszeiten. Neue Öffnungszeiten von 13 Uhr bis 18 Uhr. Ich hatte mal eine Freundin, die hat wirklich so ausgeschaut. Ne? Und ja, aber die war eine wundervolle Seele. Ja? Und da ist es egal, wie man ausschaut. Ne? Meiner Meinung nach. Okay, meine Lieben, so viel jetzt mal von mir. Was gibt's sonst so? Ja, die Corona-Maßnahmen werden langsam alle aufgehoben. Maskenpflicht ist ja nicht mehr, außer man ist in Menschenmassenmengen unterwegs, also beim Einkaufen, bei der Behörde und so weiter. Dann muss man eine Maske aufsetzen. Ansonsten kannst du ohne Maske hier rumlaufen. Trotzdem haben wir auch unsere Idioten, welche hier mit Maske Fahrrad fahren, alleine. Mensch, Leute, aber mir wurscht ich. Lohnt es sich für diese Leute, sich einzusetzen? Ach, ich sag dazu nichts. Ja, Wochenende haben wir zu. Und oh, jetzt kommt gerade eine wunderschöne Wohnung. Aber die ist für Stefan reserviert und schaut sie euch an. Die ist mega. Also falls er sie nicht will, könnt ihr sie haben. Eine 3-Zimmer-Wohnung, top, mit 2 Bädern, 2 Balkonen, Barbarossa-Straße, super günstig. Der braucht dringend Geld, der Hausbesitzer, deswegen verkauft das. Und das Strand nur 3 Minuten zu Fuß entfernt. Schaut das Video euch an, das ist jetzt das letzte Video, was ich jetzt hochgeladen hatte. Okay, liebe Grüße von mir, passt auf euch auf und lasst euch gut gehen.